Willkommen bei LuxGameTV. Heute machen wir ein Unboxing von Watchdog Dead Sack Edition. Und los geht's. Though I know I should be wary, still I venture someplace scary. Ghostly haunting, I turn loose. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! So, hier haben wir die Kiste mit Watchdogs drauf, Dead Sack Edition. Ubisoft, ein Nicht-Handy, das von iPhone kommt, also von Apple kommt. Hier haben wir auch nichts. Hier haben wir, ja, ganz schlichte Kiste, ne? Hier ein Dead Sack Zeichen, ne? Hier hackt. Und wenn wir es dann noch aufmachen, so. Und hier auch noch aufmachen. Dann haben wir hier eine Kiste, also so eine Styroporkiste. Und hier das Spiel, das eigentliche Spiel mit den, mit den drei Spielen. Hier, wenn man es aufmacht. Hier, 1, 2, 3. Hier dann das Handbuch, ganz schnell aufgemacht. So. Controls und alles drum und dran. Hier nehme ich es nochmal raus. Assassin's Creed Black Flag, also das vierte Spiel. Wenn man es dann wieder hier hin tut, haben wir hier diese Aluminiumkiste mit Ubisoft draufstehen. So, Ubisoft, hier irgendeine Seriennummer wahrscheinlich. Watch Dogs, Ubisoft. Watch Dogs. Und das war's. Machen wir es mal auf und dann sieht man gerade nichts. Alan Pierce und die drei Vorlagen, also die drei Einlagen für die CDs beziehungsweise DVDs und was auch immer es ist. Was haben wir denn noch hier? Eine Map. Die Chicago Map. Weil das Spiel ja in Chicago abläuft. Watch Dogs. Hacking is our weapon. Chicago Map. Ubisoft. Pony. Parker Square. Mad Mile, The Loop, was auch immer, The Wards, Wenden Dogs, Watch Dogs, Hacking as our Weapon, und das ist halt die ganze Map. Das kommt dann zum Ende. Hier eine CD mit den Soundtracks, ganz schlicht, hier Music Composed by Brian Reitzel, also der Brian Reitzel hat das gemacht, von Ubisoft. Hier die Titel halt 13 Stück und ganz klein geschrieben, Watch Dogs, 2014, Ubisoft Entertainment, All White Reserved. So, ganz schöne Musik können wir auch noch danach hören, irgendwie. Hier, etwas ganz Geiles sind die Watch Dogs Augmented Reality Cards. Sollen wir mal aufmachen? Ja. Hier, ja. Was steht denn da? Download the App. Okay. Die App kann man runterladen, aber ob sie funktioniert, weiß man nicht so wirklich. Bei uns hat sie noch nicht funktioniert. Was kann man denn da sehen? Also, ganze Schrift hier, verschiedene Sprachen, Hacking is our weapon und hier dann die Karten. Nehmen wir mal diese Karte aus. Deformed. Okay, Deformed. Und dann hier Watch Dogs mit, für mich ist das ein Smiley. Also, wenn man diese Karte dann wahrscheinlich hier drauflegt und dann mit der App da drauf zeigt, mit der Kamera, was auch immer, dann kommt wahrscheinlich so ein Zeichen, was auch immer. Wir wissen wirklich nicht, was da geschehen kann, denn es funktioniert nicht. Legen wir mal alle Karten hier drauf. Hier die Clara Lil, was auch immer. Wahrscheinlich ein Mensch, der ganz wichtig ist. Watch Dogs, ein anderes Smiley. Aber ich denke, man muss das so machen. Ja, doch. So sind die Codes. Das sind solche QR-Codes, könnte man meinen. So muss man dann hinlegen. Ich lege sie aber jetzt so hin, dass man sehen kann, was es ist. Hier noch eine andere, Aiden Pierce. Und hier T-Bone. Der gechillte Smiley. Und jetzt etwas sehr Spezielles, was man nicht immer hat. Badges. Meine Leute. Jetzt und das ultimative Ding der Verschwörung von jedem Hacker. Aiden Pierce. Also nehmen wir die mal raus. Wenn man sie so anschaut, ist sie ganz gut gebaut. Und ist wahrscheinlich so ein Plastikart. Seine Waffe, sein Gesicht. Wenn man die Details dann anschauen kann, sieht es auch sehr, sehr gut aus. Also sogar sein Handy, der Home-Button, der sieht
sehr geil aus. Die Kleidung ist auch sehr gut gemacht. Man hat wirklich sehr viele Details und das würde ich nicht so einfach weggeben. So, kommen wir dann zum Buch. Artbook wahrscheinlich. Ich habe wirklich noch nicht reingeschaut und bin jetzt sehr verwundert. Watch Dogs, Deadzeck-Zeichen überall. Hier so ein Quadrat. Hier das universelle Zeichen. Seite, The Art of Watch Dogs, Ubisoft. Hinten, Hacking is our weapon, Ubisoft. Dann machen wir es mal auf. Nix. Weiter. Eine Seite von Nix, eine Seite von geballte Schönheit. Da sind manche Bilder vom Spiel auch drin, logischerweise. Und das ist dann Chicago Pony. Das war dann das Unboxing von Watch Dogs. Es hat uns sehr gefallen. Also sie haben wirklich sehr coole Sachen drin gemacht. Zum Beispiel diese Augmented Reality Karten hier. Die Soundtracks, die sind eigentlich auch Standard bei so solchen Kisten hier. Die Karte, sehr cool. Also bei Nacht sieht sie so aus und trotzdem noch detailliert. Das Artbook, was sehr schön gemacht ist. Und natürlich hier das Masterstück. Masterpiece, Aiden Pierce. Wenn ihr weiter noch Sachen sehen wollt von diesem Spiel, von Watch Dogs, von uns auch noch, dann einfach abonnieren und ihr werdet einfach alles sehen. Ja, das war's dann. Though I know I should be wary, still I venture someplace scary.